The political settlement is looking difficult right now. And it's looking difficult right now because the Taliban are refusing. Die Taliban weigern sich. Wir haben es versucht. Ich persönlich habe versucht, sie zu überzeugen, schon vor Monaten. Sie haben Führer hergeschickt. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass wir eine politische Lösung finden. Aber das Einzige, was Afghanistan stoppen könnte vor einer Anarchie, wäre eben eine politische Lösung. Aber leider sind die Taliban, als sie hier waren, haben sie gesagt, sie wollen nicht so mit Ashraf Ghani, dem Präsidenten, sprechen. Solange Ashraf Ghani hier an der Macht ist, wollen sie nicht mit der offiziellen Führung sprechen. Und sie versuchen, die ganze Situation derzeit ist, sie haben den Amerikanern die Schuld gegeben und Pakistan die Schuld gegeben für die aktuelle Lage. Und sie versuchen auch, die Amerikaner zu überzeugen oder überreden, dass sie wieder einschreiten. Auch der türkische Verteidigungsminister, mit ihm habe ich gesprochen. Wir werden versuchen oder wir sind der Meinung, das Beste wäre eben ein direkter Dialog mit den Taliban, also mit ihnen zu sprechen, warum. Wir werden mit den Taliban sprechen.